Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du in Fusion 360 mit Gelenken Komponenten miteinander verbinden kannst. Konkret werde ich dir Drehverbindungen und starre Verbindungen zeigen. Das sind die beiden einfachsten. Es gibt noch weitere, aber mit denen kommt man schon mal sehr weit. Und das Beispiel ist ein Kranmodell, das wir konkret im MBT-Unterricht verwenden. Das lässt sich aber auch auf andere Projekte übertragen. Und nun legen wir los. Wir haben jetzt also hier unseren Kran und die erste Verbindung, die wir machen wollen, ist, dass die Turmaufnahme hier unten sich auf dem Untergestell oder dieser Grundplatte hier drehen lassen soll. Dazu gehen wir dann hier oben auf Zusammenfügen und es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt hier ein Gelenk erzeugen können. Das erste heißt einfach Gelenk und das zweite heißt Verbinden wie modelliert. Wir werden jetzt Verbinden wie modelliert verwenden, weil das geht davon aus, dass die Teile, die verbunden werden sollen, schon in der Lage sind, in der Position sind, in der sie später im Gelenk auch sein sollen. Das ist dann die etwas einfachere Variante. Die verwenden wir jetzt. Klicken wir also das an, Verbinden wie modelliert. Und nun sollen wir zunächst mal Komponenten auswählen. Hier steht Komponenten, denn Gelenke können nur zwischen Komponenten erstellt werden, also nicht zwischen Körpern. Das ist schon mal ganz wichtig, wenn du Dinge miteinander verbinden willst, die Körper sind, aber keine Komponenten, musst du diese zunächst in Komponenten umwandeln. Jetzt klicke ich also die beiden Komponenten an, die verbunden werden sollen. Das ist einmal diese Grundplatte und dann diese Turmaufnahme. So, und jetzt hat Fusion sogar schon ein Gelenk gemacht. Allerdings hier ein starres, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein Drehgelenk. Hier kann ich auch den Gelenktyp ändern in Umdrehung. So, und bei Umdrehung braucht es jetzt allerdings noch eine dritte Angabe, nämlich um welche Achse sich das Ganze drehen soll und um welchen Punkt. Deswegen muss ich jetzt hier wieder was auswählen. Fusion nennt diesen Drehpunkt den Fang des Gelenks. Der ist jetzt also hier in der Mitte von dieser Aufnahme. Und um da jetzt erstmal hinzukommen, blende ich da jetzt erstmal ein paar Elemente aus. Einmal die Turmaufnahme und die Turmhälfte, damit ich da dran komme. So, ich möchte jetzt also diesen Fang des Gelenks hier in der Mitte haben und wenn ich jetzt da drauf fahre, sieht man, wie das so hell wird und wie ich so ein Fähnchen an der Maus habe. Mit diesem Fähnchen kann ich jetzt also den Punkt markieren. Wenn ich jetzt allerdings hier in die Mitte komme, ist da ja das Loch und dann wird das Loch ausgewählt. Wäre jetzt in dem Fall nicht so tragisch, aber auch nicht ideal. Deswegen zeige ich dir gerade hier einen Trick. Du kannst hier auf der Fläche sein mit der Maus. Und dann drückst du auf einem Windows-Computer die Steuerungstaste und hältst sie fest, auf einem Mac-Computer die Command-Taste und hältst sie fest. Und dann kannst du hier rüberfahren über das Loch und es bleibt trotzdem die vorher aktivierte Fläche aktiv. Und jetzt klicke ich also hier einmal hin. Dann sehe ich schon, okay, Fusion geht in diese Richtung. Das passt also schon mal. Ich brauche jetzt aber noch einen zweiten Fang, nämlich an der Turmaufnahme. Deswegen aktiviere ich jetzt die Turmaufnahme und schalte dafür das Untergestell aus, drehe das Ganze und mache jetzt hier das Gleiche. Setze nämlich hier den Ursprung auf diesen Punkt. Jetzt gehe ich mal hier oben wieder in die Ausgangsposition, damit ich meine Orientierung wieder kriege. Schalte das Untergestell wieder ein und dann animiert mir Fusion immer die Bewegung des Gelenks am Anfang, damit ich die nachvollziehen kann. Die passt. Wenn die Achse jetzt nicht stimmen würde, könnte ich auch eine andere Achse wählen. Allerdings, die hier machen natürlich keinen Sinn. Deswegen lasse ich es auf der Z-Achse stehen. Klicke OK und dann ist das erste Gelenk schon modelliert. Ich klicke mal den Rest wieder rein, sodass man sieht. Jetzt möchte ich hier was bewegen. Und ups, was ist jetzt passiert? Wir haben einen Schritt noch nicht gemacht. Wenn ich nämlich Teile miteinander verbinden möchte, die ein Gelenk haben sollen, dann sollte eines der beiden Teile fixiert sein, damit es sich nicht vom Fleck bewegt. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Um das jetzt wieder an seine Position zurückzukriegen, gehe ich hier oben auf Position und dann wieder herstellen. Und jetzt fixiere ich am besten diese Grundplatte hier. Die heißt bei mir Untergestell. Da klicke ich im Browser mit der rechten Maustaste drauf und klicke Fixieren. Das ist jetzt also festgemacht sozusagen. Und wenn ich jetzt drehe, dann dreht sich die Turmaufnahme. Allerdings seht ihr jetzt natürlich,
das ist noch nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Denn eigentlich wollen wir ja, dass sich diese Turmhälften mitdrehen. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Gelenktyp. Wir wollen nämlich diese Turmhälften starr mit dieser Turmaufnahme verbinden. Das heißt, sie sollen einfach nur aneinander festgemacht sein, ohne Bewegung. Wir wählen also wieder Zusammenfügen, verbinden wie modelliert, wählen die Turmaufnahme und eine Hälfte als Gelenktyp starr. Jetzt schüttelt Fusion so ein bisschen, um zu zeigen, dass die beiden Dinge fest miteinander verbunden sind. Klicken OK. Das gleiche machen wir jetzt noch für die andere Turmhälfte. Verbinden wie modelliert. Das, das. OK. Und dann ist das jetzt verbunden. Wenn ich jetzt drehe, dreht sich das mit. Wunderbar. Ja. Ich gehe wieder in Position wieder herstellen. Wo es noch nicht funktioniert, ist hier oben. Da müssen wir nämlich natürlich auch noch ein Gelenk einbauen, und zwar in diesem Fall ein Drehgelenk um diesen Punkt. Das hier soll unsere Drehachse sein. Wir machen also wieder verbinden wie modelliert, wählen den Gelenktyp Umdrehung, und das ist dieses Teil und dieses Teil. Und jetzt muss ich den Fang modellieren. Der soll allerdings jetzt ja auf der Innenseite hier sein. Also muss ich mal wieder was ausblenden, nämlich den Ausleger und diese Turmhälfte. Drehe ich das Ganze und mache wieder hier meinen Trick mit der Command-Taste, oder wenn du auf Windows arbeitest, mit der Steuerungstaste. Das hier soll mein Fang sein. Passt so. Und der zweite ist dann am Ausleger, auf der Seite vom Ausleger. Wieder Fang, hier Klick, okay, kann ich wieder alles einblenden. Und jetzt sehe ich hier an diesem Fähnchen, da ist ein Drehgelenk, kann ich hier bewegen. Jetzt bewegt sich natürlich die untere Drehung auch noch mit, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu drehen. Ich packe das mal wieder zurück. Wenn das so ist, dass das schwierig zu drehen ist, kann ich hier auch einfach auf das Fähnchen doppelklicken. Und dann kriege ich so ein Bedienelement für die Drehung. Das ist oft viel leichter dann. Ja. Jetzt sieht man aber hier noch einen kleinen Makel, nämlich dass die zwei Hölzer eigentlich hier in der Bewegung ineinander reingehen. Das ist natürlich in Wahrheit nicht so und soll auch bei uns nicht so sein. Deswegen kann ich hier noch eine Sache aktivieren, die für das ganze Modell gilt, und zwar bei Zusammenfügen, gesamten Kontakt aktivieren. Das heißt, alle Körper werden von Fusion analysiert, und es ist wie in der Realität, dass keine zwei Körper an derselben Stelle sein können. Also das heißt, zwei Hölzer können sich nicht einen Platz im Raum teilen. Das könnte ich jetzt hier also einschalten. Was man bedenken muss, das erhöht die Rechenanforderungen von Fusion enorm, weil ab da jetzt dann alle Körper in ihrer Lage im Raum ständig überwacht werden müssen. Wenn du also das aktivierst und stellst fest, dass dein Computer dann ganz langsam wird bei Fusion, dann solltest du das wieder deaktivieren. Man kann das auch mit sogenannten Kontaktsätzen machen. Dann wählt man nur einzelne Komponenten aus, die überwacht werden sollen. Dann braucht es nicht ganz so viel Rechenleistung. Wenn also dein Computer langsam wird, solltest du das nochmal überprüfen oder gegebenenfalls ausschalten oder nur die Kontaktsätze verwenden. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber mal ganz gesamten Kontakt. Und wenn ich jetzt hier meinen Ausleger bewege, dann geht er nicht weiter runter, weil er natürlich hier anstößt und Fusion das merkt. Und nun habe ich also meinen Kran, der hier sich jetzt drehen kann. Ihr merkt schon, mein Rechner wird jetzt tatsächlich langsamer wegen dieser ganzen Kontaktanalyse, lässt sich nicht mehr so gut bewegen. Aber unsere Gelenke sind gebaut. So, damit ist unser Gelenk erklärt, und du kannst jetzt gerne einfach mal selber ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat dich ein bisschen weitergebracht. Viel Erfolg!